Obwohl, eigentlich nicht. Gab es ja sowieso Überraschungsdrinken. Nö, 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 ich lasse das mal so. So, jetzt habe ich das richtige Thumbnail. Rötödö, rötödö. Phasmophobia, jetzt Lilf. Was? Ich wurde darauf hingewiesen, beim letzten Mal habe ich das Thumbnail leider etwas falsch beschrieben, weil ich das ja in größter Eile erstellt habe und ich habe statt jetzt live jetzt Lilf geschrieben. So soll das doch sein, oder? Lilf. Und Mist, ich merke, ich muss Arc entweder beenden oder disconnecten. Ja, habe ich auch gehört. Ja. Was blöd ist, ich bin daran gewöhnt, dass ich mehrere auf einmal spielen kann, aber nicht über mehrere Computer. Ich probiere es einfach mal zu DC'n und hoffe. Und hoffe, also bist du. Nee, bei mir ist es so, ich spiele Ark momentan auf Primitive Plus und das braucht so ewig zum Laden, es ist ein Trauerspiel. Also ich habe auch schon auf Forum Whatever. geguckt, das ist normal. Also ja, dann brauchst du halt 15 Minuten, um zu laden. Ja, easy. Deswegen möchte ich das jetzt nicht so unbedingt beenden, vor allem wenn es eh auf meinem anderen Rechner läuft und hier nicht stören sollte. Vor allem hoffen wir, dass wir dieses Mal den Sound bei dir haben. Also diesmal, ich bin direkt auf dem Windows 10 Laptop. Ich habe auch schon mein Headset direkt hier in das linke USB-Ding gesteckt. Ja. Also top vorbereitet heute. Okay. Ah. Naja. Dann wollen wir Dann, mal sehen. nee, ich möchte das bitte nicht im VR-Modus starten. Och, Andersrum. stell dich nicht so. VR-Modus ohne VR ist lustig. Oh nee, ich find das viel lustiger im VR-Modus und der Wolf in seiner großen Wohnung im VR und läuft durch die Gegend. Au! Tisch! Au! Bett! Kante! Au! Zwischenzeitlich ertrinkt er, weil er in sein Bad gelaufen ist. Okay, ja, das würde ich auch gerne sehen. Ich nicht, vor allen Dingen nicht spüren. Glaube, das wäre etwas schmerzhaft. Also ich würde mich etwas arg bedrängt fühlen von meinen Möbeln. Ja, also Ach komm, Schmerzen gehören zu sowas dazu. Ich weiß nicht, ich was du habe ich sagst. habe gerade noch jemanden für zwei Spiele begeistern können, der jetzt gleich dazu kommt. Ja. Spiele im Sinne von zwei Runden, Ja, oder? zwei Runden. Okay. Ich schmeiß ihn mal hier rein. Hätte ja auch sein können, dass wir jetzt probieren, hier den Pro-Gamer-Move zu machen und zwei Spiele gleichzeitig zu zocken. Ja. Nein. Nein. Aber irgendwie habe ich ihn nicht. Ich kann ihn hier Wir nicht machen rein. das mit Schach, wir Warum machen das kann ich mal. ihn nicht hinzufügen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Normalerweise solltest du dich dazu in der Lage fühlen. Wenn nicht, werde ich. Ah, ich habe ihn in meiner Freundesliste noch nicht. Das ist in der Tat, habe ich gehört, problematisch. Ja, dadurch kann ich ihn nicht einfügen. Nein. Hab gehört, Freunde sind hilfreich. Ist das auch so jemand, der schon Level 395 Ja, ist ja, ja, ja. Genau so und einer. jeden Geist mit Namen, Adresse und Geburtstag kennt? Ja. Der gehört zu der Kategorie, wo ich letztes Mal gespielt habe und beschlossen habe, ach komm, das letzte Spiel können wir nochmal auf Profi machen. Scheiß Oh. Idee. Ja. Also, ich sag euch nur eins. Wenn wir auf Profi in Level spielen und wir tun den Geist einmal aggressiv machen, dann tickert da im Hintergrund mehr oder minder ein Counter, der bedeutet, ich hante eine Minute lang, dann lasse ich euch 20 Sekunden Zeit, euch zu bewegen und euch wieder zu verstecken und dann hante ich wieder eine Minute lang und das geht in der Dauerschleife. RIP. Also ich habe mal ein Spiel erstellt. So. Unter anderem, weil ich dann Host bin. Ja. Ich verstehe. Weichei. Und ich kopiere mal den Code und schreibe ihn hier in den Gruppenchat. Kannst du dir auch sagen, Hutz wird ihn doch eh gleich wieder ausplaudern. Was? Ich doch nicht.
Sehr wahrscheinlich, aber solange wir nicht vier sind, Ja, ich muss auch noch hier. Muss erstens noch das Spiel starten. Ach Zweitens. Gott, Was? jetzt habe ich ja meine Kurztaste zum Muten in Discord gar nicht mehr. Wieso? Oh, erster. Ja, ich nicht. Ich nicht erster, weil ich muss erst noch ich muss noch die Sources für das Bild, für das Spielen, weil er will immer noch das Golfspiel klauen, aber das ist natürlich nicht mehr da. Hallo? Bei mir ist halt, ich hatte das vorher. Ich hatte ja Okay, einen Wunder. ich hätte gern meine Maus wieder. Und ich hätte gern das Echo zurück. Moment mal kurz, ich mute nicht mal schnell in Discord. Ja, bitte. Ich hab den Mute bestimmt auch gleich wieder drin. So, spielen. Sag mal, wart. Hallo. Hast du dich gerade. Oh Mann, Discord glitscht wieder bei mir, deswegen sehe ich nicht, welcher ist. Ich habe oben bei der Anrufsleiste nur schwarz. Okay, ich sehe, Ah, einer ist einer ist gemutet. Ich gemutet. Ich nehme an, hab das dich warst du. gemutet und ich höre dich jetzt Danke. auch doppelt. Also wäre toll, Ich wenn bin alle jetzt gemutet. auch Mute haben. Ich bin gemutet. So, Ich bin ich auch muss. gemutet? Nein, bist du nicht. Ich Dammit, muss dammit. jetzt aber gucken. Moment mal, Moment wie kannst mal, du wie mich kannst du doppelt mich doppelt hören? hören? Also Ich höre dich ich. im Spiel und ich höre dich Im in Discord, Discord. richtig. Da fällt mir aber Fällt gerade mir aber ein, wie gerade kannst ein, du wie mich in kannst du mich im Discord hören? Discord Ich hören? bin noch Ich mit bin noch meinem mit anderen meinem anderen Computer in Computer in Discord Discord verbunden verbunden. Und aber da habe ich höre dein kein Mikrofon Mikrofon gerade mehr. nicht. What the fuck? What the What the fuck? Ich höre dich klar Du deutlich. bist doppelt. Doppelt. So. Bitte. Oh, Oh, interessant, interessant, ich bin mit mit dem dem Rechner Rechner hier hier verbunden. verbunden. Frag mich nicht Frag mich warum. nicht warum. Ich tu dich jetzt stumm schalten. Sollte passen. Dann Und muss. dein Gast hat sich überlegt, dass er doch nicht Doch, doch, Mute doch, bauen doch. möchte. Der kommt, aber er muss noch, bevor wir diese zwei Geister jagen, muss er noch Angstpipi. Achso, ja, ich könnte mir auch was zu trinken holen, weil meine Flasche ist leider leer. Ja, nachdem ich meine Stimme gehört habe, müsste ich auch noch mal kurz Angst, Pippi. Deswegen, also er hat jetzt beschlossen, er geht noch mal schnell Angstpipi und dann ist er da. Los, komm, Wolf. Während wir warten, lass mal Basketball spielen. Können wir gleich machen, dann würde ich mir nämlich gerade noch meine Flasche greifen. Die steht dummerweise am anderen Ende des Zimmers, weil ich vorhin die gekauft habe und einfach mal neben die Tür gestellt habe, was nicht so clever war. Ah, wat? Bin gleich da. Geh war's, ne? Ja, geh. Jo, Gott. dann. Also ich frag mich, ob wir irgendwie fußkrank sind oder so. Wieso? Bei der Laufgeschwindigkeit, vielleicht sind wir auch einfach nur alle Senioren, die in den Körpern von jungen Menschen sind. Das ist nicht so nett, was du da sagst. Du willst jetzt sagen, dass alte Was? Leute nicht schnell sind. Ja, eigentlich will ich das sagen. So, jetzt Heißt machen nicht, dass das schlecht ist bei alten Leuten, ich sage nur, dass es der Fall ist. Spielen wir das Samtpfötchenspiel. Aber ich möchte gerne, obwohl. So, dann nehmen wir wieder Gelb. Sehen Geister eigentlich immer gleich aus? Oder Nein, Wander? nein, nein. Mich hat letztes Mal ein Irgendwie kleines Mädchen mit Sense getötet. Rip. Naja, aber mir geht's weniger darum, sondern mehr, dass es zum Beispiel ein Geist gibt. Also, weißt du, der Banshee sieht aus wie ein Banshee, der Meer Nein. sieht aus wie ein Meer, etc. Nein.
So, ich begrüße okay, euch. Okay, also die Dinge sind nicht... Du begrüßt uns. Ich begrüße euch auch. Ja. Grüße dich ebenfalls. Grüß dich doch mal. Jetzt etwas zu trinken? Grüß dich doch selbst. Grüße auch mich, ja. Ja, grüß dich mal. Habt ihr meinen Chat, meine eine Person gut unterhalten? Achso, das Bild ist ja noch gar nicht da. Falsches Bild. Haben wir deine eine Person unterhalten? Ich weiß nicht, ob wir deine Person unterhalten haben. Im Moment versuche ich Dosen zu stapeln. Also ich weiß nicht, wie die Dame das so gut hinbekommen hat, aber ich krieg das nicht so gut hin. Wo ist das Game Capture, das ich beim letzten Mal verwendet habe? Das ist das hier. Weiß ich nicht. Ja, das ist das hier. Nimm doch mal das andere. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so eingestellt ist. So ist doch viel schön. So. Nein. Ja, was ist mit deinem... Ja, der ist noch... Wie gesagt, der hat... Der, vielleicht ist das Angst-Bibi ein bisschen größeres Angst-Bibi, also... Können. So, was für einen Job hätten wir denn gern? Ach, ich hätte eine Highschool anzubieten. Eine Highschool? Aber auf Schwierigkeit Anfänger. Willst du wirklich in eine Highschool? Ja, komm, wir fangen direkt mit der Highschool an. Aber auf Anfänger, das ist ja... Doppelturm. Auf Anfänger geht das ja. So, ich guck mal, wo er bleibt. So, ja, ich bitte darum. Hier bin ich. Ah! Ach! Da spricht man. Da spricht man vor dem und schon ist er da. Code ist Code in der ja, im Chat. Wie immer? Nee. Was? US oder EU? EU. EU. Wir EU'n. Ich bin gleich da. Das haben wir befürchtet. Ja, die Streamqualität ist eben kurz runtergegangen, das tut mir leid, aber sie scheint wieder okay zu sein. So, ich habe den Turm von Babel gebaut. Damit begrüße ich jetzt auch die Leute auf YouTube dazu und wir haben heute einen besonderen Gast. Magst du dich vorstellen mit Name, Adresse, Kontonummer? Bankleitzahl. Ja. Laterne. Ja. Wenn denn was meinen Namen nicht aussprechen können. Seit gestern die Laterne. Seit gestern. Alles die klar. Pendelleuchte, bitte. Was, die was für eine Leuchte? Die Pendelleuchte. Pendelleuchte, okay. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal bereit. Ich bin jetzt Level 4, bin jetzt Level 27. Hast du Sachen dazu geworfen? Weil ich habe jetzt alles dazu geworfen, was ich hatte. Wir haben den Level 27er. Der kann. Der ist Mr. Sponsor Guy. Du kannst alles wieder rausnehmen. Kann ich. Warte mal. Ich gebe zu. Er hat alles und das mehrfach bestimmt. Okay, in dem Fall nehme ich alles wieder raus. Zwei starke Taschenbewegungen. Sponsor mal alles, ich habe alles wieder rausgenommen. Ja, ich habe aber nicht so viel habe ich aufgenommen. Wie, du hast nicht mehr so viel? Du wirst doch nicht gestorben sein? Ich hatte noch nie so viel. Eieiei. Ei, ei. Was ja, eine nette Gruppe das ist. Aber wir spielen ja auf Anfänger, also das ist, du kannst nicht. Ja, wir haben ganz harmlose Geister. Also wir haben diese die lieben, genau. Lieben Kaspers. Ja, wir haben Kasper the Friendly Ghost. Ich glaube, wir haben erst eine Ex-Net. Wen haben wir? Wir haben ja was? Schauen wir mal. Onkels. Bösen. Ja. Aber du bist ein bisschen leise. Kann es sein, dass du ein Stück von deinem Mikrofon wegkriegst? Nein, mein Turm ist eingefallen. Mein Mikrofon ist meine Oculus, die hinter meinem Bildschirm liegt, weil mein Headset die letzten Tage abgerauscht ist. Aber ich werde ein bisschen lauter reden, dann wird das hoffentlich das kompensieren. Ja, vielleicht ein kleines bisschen.
Ja, da siehst du, da siehst du, wo das Geld hingeflogen ist. Kein Headset, aber eine Oculus. Ja. Die ich bald wegen dem scheiß Facebook-Zeug ab. Ja, ich bin in Abwesenheit auf meinem Handy. Was ist denn da los? Mein Beileid. Wieso? Musst du dir deswegen abschieben? Weil du jetzt bald ein Facebook-Login brauchst, um das Ding zu benutzen. Das heißt, wenn du nicht Facebook benutzen willst, ist das Ding damit offiziell nutzlos. Okay. Also literally nutzlos. Du kannst es nicht mehr benutzen ohne Facebook. Okay. Na gut, dann schauen wir doch mal. Was kann ich denn noch hinzufügen? Was brauchen wir denn eigentlich noch? Altes Feuerzeug. Ein altes Feuerzeug. Ich habe nur ein neues. Kann ich auch ein neues hinzufügen? Nein. Nee. Wir sind Geisterjäger, ja, wir haben einen gewissen Stolz. Wir benutzen nicht dieses neue Zeugs. Okay. Wir benutzen altes Zeugs. Und auch unsere Kameras. Wir benutzen die ältesten, die wir finden können, dass das auch alles schön verpixelt bleibt. Ich habe noch zwei starke Taschenlampen, sind drin. Nimm mal schön mit der Kartoffelkamera fotografieren. So, was hätte ich denn noch? Richtig, ansonsten. Brauchen wir Stative? Haben wir Stative? Wir haben zwei Stative. Stative und zwei Kameras. Gut. Da soll ich auch was reinpacken? Ich hätte noch eine Videokamera, ich hätte ein Kruzifix, ich hätte ein UV-Licht, ich hätte eine Kerze, ich hätte ein Feuerzeug, ich hätte ein Fotoapparat noch, ein EMF-Reader, Salz, Räucherstäbchen und ein Thermometer. Ein Thermometer hast du auch noch. Was ist denn gerade mit meiner Streamqualität los? Ich glaube, heute haben sich noch mehr Leute gedacht. Ja, heute. Heute ist ein guter Tag. Viel Glück zum Lichtgeburtstag für dich, für dich, für mich, für dich. Das ist der Spontan-Stream. Oh, ja. Sehr spontan in die. Noch ein paar Sanity-Packs rein? Ja, die habe ich nicht. Für alle Fälle? Okay, gut. Was ist denn eigentlich, wenn man was auf Maximum kauft? Was ist denn Maximum? Ich habe keine Ahnung, so weit bin ich noch. Viel Geld habe ich nicht. Ich mach das jetzt mal mit dem. Mit einer höheren Bitrate als sonst. Ich könnte das mal mit dem günstigsten Artikel versuchen. Ich kauf mal das Feuerzeug. Ich nehme an, das wird. Versuch mal. So viel gekauft, wie man gleichzeitig rein kann, oder? Ich guck mal. Also zwei Feuerzeuge. Drei Feuerzeuge, vier Feuerzeuge, fünf Feuerzeuge, sechs Feuerzeuge, sieben Feuerzeuge, acht Feuerzeuge, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Also verdammt, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben und es ist noch... $400 in Feuerzeugen, das ist jetzt Wahnsinn. Ja, ich habe jetzt 400 Dollar. Ja, ich hätte halt in irgendwas Nützliches ausgegeben. Ich habe halt jetzt. Ja, die anderen Sachen sind teuer und ich habe ja versucht, das Maximum herauszufinden, aber 40 ist nicht das Maximum. Also Feuerzeuge spendiere ab jetzt immer ich. Starte ich jetzt einfach mal. Also Feuerzeuge nimmt ab jetzt keiner mehr mit. Die nehme jetzt immer ich mit. So, dann warten wir mal wieder auf die Leute. Tja, das kann wieder etwas dauern. Wir können ja mal wieder schätzen, wer ist der Nächste. Ich sag, es ist der Hai. Also Hakamada. Nee, ich sag, es ist Latan. Latan ist, glaube ich, schneller. Wenn er eine Oculus und seinen PC hat, müsste er einen schnelleren Richter haben. Und... Trommelwirbel. Es wird ein sehr langer Trommelwirbel und es dauert. If something strange in a neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters. Invisible man laying in your bed. Who you gonna call? Ghostbusters. Ja. Ich
Ich weiß den Text nicht auswendig. Ich könnte mir den könnte mir für nächstes Mal den Text ausdrucken. I'm afraid no. Tja, wo sind sie denn? Ah, und als erstes ist dazugekommen Latan. So wie ich das Nein. Ich habe auch gerade eben einen Tipp abgegeben, dass du der Erste sein wirst. Und der Nächste ist meines Erachtens Hakamada. Geh davon aus, dass der Wolf, da er streamt, am langsamsten ist. War ich immer der Langsamste? Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass du noch viel schneller bist, weil wenn du eine Oculus hast, braucht der Rechner ja eigentlich unheimlich Rechenkapazität. Aber trotz allem bin ich bisher immer der Letzte gewesen in den Phasmophobia. Ja gut, also wenn ich Phasmophobia spiele, dann bin ich immer der Erste. Also ich habe noch mit keinem gespielt, der schneller reingeladen ist als ich. Nein, der Wolf ist der Nächste. Ja, da bin ich. Es tut mir leid. Bei mir hat sich irgendwie angehängt. Und hat gemeint, er spielt den letzten Satz, den Hakamada gesagt hat, in Dauerschleife. Spiel den selben Satz nochmal! Hatten wir mal mit einer Freundin, die hat So, also wir haben ja schon gehört, du kennst ja alle Geister mit Namen, Adressen, Geburtstag und so weiter. Ja, ja. So ist es. Ich bin Best Friends mit IED im Geist. Ja. Das ist super. Wait, das ist nicht mehr Minigolf. Jetzt fangt ihr an mit Monstern zu reden, mit Geistern. Ja, genau, Geister. Hast dich korrigiert, total toller Fisch. Jetzt ist Minigolf vorbei. Stimmt, mein Stream heißt halt jetzt immer noch Minigolf-Stream. Ne, mein Stream heißt auch Überraschungsstream. Aber mein Spielname ist immer noch Minigolf. Hast du das nicht geändert? Ach. Ja, ich weiß nicht, kann ich das jetzt ändern? Ja, natürlich. Aber wo? Und wenn ja, oben rechts über dem Chat auf den Stift. Oben rechts über dem Chat auf dem Stift. Aha. Na dann, wenn das so ist und man das einfach so einfach ändern kann, dann kannst alles ändern. Dann mache ich das doch mal. Nur nicht, dass ich wahrscheinlich sterben werde. Das lässt sich, fürchte ich, nicht abwenden. Da kennt sich wer mit Twitch aus. Ich kenne mich mit dem Programm aus, mit dem ich aufnehme. Sagen wir es mal so, total toller Fisch. Ich muss nur mal kurz den Wolf retten. Mann, also, du wirst hier Limbo-Weltmeister, ne? Oh yeah. Hey. Hallo, wie tief kannst du gehen? Wie tief kannst du gehen? How low can you go? Und jetzt noch in... Ja, du musst noch in die Knie. Geh in die Knie. Geh in die Knie! Aber mach das bitte nochmal, man sieht echt, dass du voll den fetten Bauch hast. Also mach nochmal bitte echt? Ja, also ist ja übel. Nee, du musst wieder hochkommen, komm wieder hoch. Nein, nur C, jetzt noch hinten drücken. Ja, also guckt euch diesen Bauch an. Ist der Hammer. Könnte auch schwanger sein. Ah, da ist er. Finde einen Raum unter 10 Grad. Lassen Sie den Geist durch Geister wandern. Durch Salz wandern. Fotografieren Sie den Geist. Nancy Johnson. Und reagiert auch auf Gruppen. Das ist sehr gut. Oh, wir haben nur zwei Kopfkameras. Hättest du doch mal was gesagt, dann hätte ich noch zwei Kopfkameras kaufen können. Stand doch drin? Ja. Ja, dann nehme ich jetzt keine Kopfkamera. Nee, jetzt habe ich ja kein Geld mehr. Ich habe ja 400 Gold für Feuerzeuge ausgegeben. Wir werden es überleben mit zwei Kopfkameras. Das ist richtig. Haben wir noch zwei normale. Nee, ich muss ja gestehen. Also, wie viel wisst ihr überhaupt jetzt, ihr neuen Einer ist weg. Ja, der Wolf ist nicht mehr da. Der Wolf ist nicht mehr da.
Och nö, jetzt muss ich mal kurz mit Discord auf mit dem Wolf sprechen. Ist der. Was hat er getan? Was hat er getan? Geisterding geholt. Mr. Wolf, du bist auf einmal nicht mehr im Spiel. Was ist los? Ja, es hat mich rausgeworfen aus irgendeinem Grund. Ja, hast du wieder zu viel rumgetappt? Das mag das Spiel nicht. Nee, ich glaube eher, dass mein Computer gerade meine Bitrate nicht mag. Ja. Oder mein Internet macht Faxen, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, mein Internet macht gerade Faxen. Oh, dein Internet tut Faxen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen auch mal in die Lobby zurück. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr das machen könntet. Ja, dann machen wir das mal. Dann würde ich einfach mal sagen, wir öffnen. Und, also, wir öffnen dann einmal kurz. Ich euch ja wieder beitreten, ne? Ja, alles gut. Wir öffnen das Journal und, machen jetzt ein, was meinen wir, dass es ist. Ja, jetzt seid ihr alle gemütlich. Ich sage, es ist ein Poltergeist. Wir nehmen mal Poltergeist. Alle im Stream. Wir können ja auch alle was anderes nehmen, ja. Ich möchte kein Spiel. Oh, stimmt, gut, das können wir machen. Gut, dann nehme ich einen Revenant. Nein. Was tut es? So, Akamada auch was ausgewählt? Ja, Moment, ich will nur schnell gucken, ob es wieder easy ist und ich Geister aufsehe. Das Spiel, Thema, kann ich eingrenzen. Das Spiel okay, nein, dazu bin ich zu faul. Na gut, dann sage ich, es ist eine Bench. Gut, dann mach dann einloggen und ich mach wieder zu. Game closed. Ja, das Spiel. Ich höre euch gerade nicht. Also ich hab, es war ein Djinn. Es war leider ein Djinn. Wenn wir im Spiel sind, kannst du der Lobby nicht beitreten. Ah, okay. Jetzt sind wir draußen, kannst du wieder beitreten. Alles klar. Ah, ich hab vergessen zu schauen. Ja, es war ein Djinn. Wolf, aber es wäre gut, wenn du die Lobby wieder aufmachst, weil du bist Low Level und du möchtest ja auf deinem Schwierigkeitsgrad spielen. Ja, außerdem lässt er mich nicht rein. Oi, was war denn das eben für ein Helium? Dann mach ein neues. Jetzt lässt er mich rein. Hutz, du solltest Hutz. Nicht Anführer sein. Ich bin nicht Anführer. Ich weiß halt gerade nicht, was mit meinem Internet los ist. Weil er zeigt mir halt auch verminderte Qualität an. Sag mal, Leute, was habt ihr gerade für Helium geschluckt? Weiß nicht. Helium? Also irgendwie höre ich es immer doppelt momentan. Einmal normal und dann einmal, als ob du Helium in hast. Nö, bei mir ist alles normal. Ich höre es ja, nur einmal. Helium, das höre ich. Ich habe jetzt mich wieder gemutet. Okay, der Wolf ist das. Der Wolf ist der Helium-Mann. Ja, irgendwie. Liebe Zuschauer, ich muss den Stream leider mal ganz kurz aus und wieder anmachen. Bitte gleich mal F5 drücken. Bitte gleich mal F5 drücken. Chip, 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 chip und chip. Rette des Rechts. Klingt so ein bisschen nach wie hieß die? C und F Hörnchen? Nee. Wie hießen die? A-Hörnchen und B-Hörnchen? A-Hörnchen und B-Hörnchen. So, ich bin die Bitrate mal ein bisschen runtergesetzt, vielleicht geht's jetzt. Also ich bin nicht der, der die Jobs wählt. Wer ist der, der die Jobs wählt gerade? Ich nicht. Ich. Sehr gut. Du bist Level 5, das ist auch verkraftbar. Ja. Gut. So, also mal schauen, was haben wir an der Tafel. Wie gesagt, Feuerzeuge füge ich hinzu. Also wir haben High School, Street, Streethouse, Farmhouse, oh und ein Asylum. Asylum ist. Du bist immer noch A und B Hörnchen. Yep. Also ich weiß nicht was. Gerade mit dem. Es tut mir furchtbar leid. Wer von meinen Zuschauern möchte ich werde das ausschalten? Uff. Das ist schon cool.
Ja, tut mir leid. Möchte, darf zu Hutzle oder einfach auf Twitch Rothundi und das Ganze wird als Aufzeichnung geben. Also, Mr. Aber Wolf, ich... Das Internet scheint gerade Faxen zu machen und... Du streamst auf einem Berg, du hast zu viel Höhenluft. Deine Lunge kommt damit nicht klar und deine Stimmbänder. Also es fühlt sich eher so an, als ob da gerade jemand an ihm Besitzer greift. Es tut mir leid. Wir sehen uns dann im nächsten Stream. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich kann nicht mehr! Alter! So musst du bitte auch in-game reden, bitte! Oh Mann! Oh bitte! Vor allem von normal wechselt es einfach auf diese quietsche Stimme. Oh, geil. Ich bete so sehr, dass das im Stream zu hören ist. Geil, geil, geil. Ja, das ist halt, ja, ich hab den Stream jetzt ausmachen. Ich hoffe, ich bleibe jetzt halbwegs normal. Nein! Nein! Nein, das bleibst du nicht! Ach, göttlich! Oh Mann! Oh, so okay, kann ich, also so kann ich den Geist nicht ernst nehmen. Also, wir fassen zusammen. Ich bin von einem Dämon in Besitz genommen worden und Wolf scheint jetzt ein Chipmunk zu sein. Ja, bei mir schön. Seid ihr das aber. Lol. Bei mir wechselt ihr auf diese Tonlage. Also meine Zuschauer haben da auch was von. Ist ja wunderbar. Dann lassen wir das jetzt so. Ja, ich finde das passt so. Ja. Oh Mann. Total toller Fisch ist jetzt bei mir. Grüß dich. Dann hörst du bei mir jetzt den Chipmunk Wolf. Ja, den habe ich zu dir rüber geschickt. Bei mir gibt's da halt. Bitte Wolf, sei du derjenige, der im Lastwagen bleibt und mit uns kommuniziert. Bitte. Nein. Nein, er soll mit dem. Er spricht mit dem Geist und sagt dann. Der Geist hat mich schon wieder getimeout. Kannst du mich hören? Ich connecte mal neu. Ich mach das Spiel mal zu neu auf. Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Älter als du. Das stimmt hier gerade ganz und gar nicht mit meinem Internet. Ich mache auch mal die Internetverbindung komplett neu. Ja, also Mr. Also für mich hört sich das alles komplett normal an. Ich weiß nicht, was du hast. Oh, bitte. Also Mr. Wolf, bitte merken Sie sich, was Sie jetzt getan haben. Das müssen wir montags dann bitte nochmal machen. Montags auf dem lachenden Königreich auf dieser Insel möchte ich bitte, dass alle so reden. Dann bin ich nämlich auch dem Lachen verfallen. Oh ja, bitte. Ah, jetzt ist er nicht mehr da. Schade, jetzt kriegt er das gar nicht mit. Können wir ihm ja nachher nochmal sagen. Göttlich. Also göttlich. Oh, Mann. Ah, oh, da krabbe ich schon ein bisschen Pipi in die Augen hier. Da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen rausweiben. Meine Güte. Ja gut, dann... Machen wir doch das, was wir gerade eben gemacht haben. Wir bauen wieder Türmchen. Boop. Moin. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Warte. So, ich bin zurück im Spiel. Nein, es tut mir leid, dass es jetzt heute an mir hängt. Nein, er hat wieder eine normale Stimme. Wolf, geh sofort wieder. Mach dir jetzt eine Runde ohne mich? Nein, wir warten auf dich. Ja. Aber geh sofort wieder zu dem zurück, was du vorher gemacht hast. Chipmunk, Wolf. War keiner eine schnell Entmuten-Taste wie ich. Morgen vergesse ich sie wieder und frage mich die ganze Zeit, was das Geräusch ist. Was wir gerne. Ja, gerne. Ach stimmt, der hört mich ja nicht. Ah! Stimmt mich auch nicht, ne? Aha. Ich war ganz als erstes oben. Nein, Mr. Wolf, wir warten auf dich. Und deswegen, komm ins Spiel. Sei unser Gast. Ach, da wieder einer. Bitte! Game does not exist.
Ja, warum wohl? You jetzt call me Thriller. Würdest du mich bitte einfach... Thriller. Also, gerade ist bei mir irgendwie der Wurm drin. Dann ess doch keinen Apfel. Dann ess keinen Apfel. Oi. Hat sich eure Nummer geändert? Warte, muss ich mal gucken. Bei mir sagt er, das Spiel ist... Das Spiel existiert nicht. Gleiche Nummer. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Sicher? Ja. Ja. Yep. Komm, wir machen einfach ein neues auf. Gehen wir halt alle einmal raus. Weil bei mir sagt der Game, das not exist. Dann machen wir ein neues. Mach du doch mal eins auf und teile die neue Nummer. Ach so, er hat mich auf USA geschickt. Jetzt plötzlich. Ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt bin ich extra rausgegangen für dich. Sind die anderen denn noch drin? Looks like there are others out there in need of help. Nope. Nope, dann mache ich jetzt einfach ein neues auf, so. Same here, und wegen dir haben wir jetzt den Asylum-Job verloren. Es tut mir leid, dann kommt raus, ich guck, dass ich... Vielleicht kriege ich ja auch wieder eins. Naja. Wir sind schon raus. Wir sind raus und wir warten, dass du neu öffnest. Und, ich habe meinen Turm verloren. Ich habe schon wieder einen Turm gebaut gehabt. Ah. Hm. Ich hätte es dann auf einmal, dass ich aufgelöst, als du dich rausgelockt hast. War noch immer in deine Sachen weg, dann hast du dann zusammengeworfen. Tumba, es tut mir so leid, ich weiß nicht, was heute los ist. Ja, komm, erzähl mir nichts. Dass es dir leid tut, das glaubt dir doch kein Mensch. Ich habe jetzt auch mal mit dem Internet neu connected, vielleicht wird es jetzt etwas flüssiger gehen. Keiner glaubt dir das. Dann versuche ich zumindest deinen Chat zu lesen, weil ich weiß ja, dass du so ungern auf deinen eigenen Chat guckst. Das ist gar nicht wahr, also die es wird ja gerade nichts gemacht. Also es sagt gerade keiner was somit. Der liebe tolle Fisch ist zwar hier, aber hat nur außer ein Hallo-Gester hat er mir noch nichts geschrieben, also. Er wartet wahrscheinlich darauf, dass etwas passiert. Toller Fisch, es hängt alles am Wolf. Vermutlich. Also, es ist alles die Schuld vom Wolf, also. Das stimmt. Ja, er hat gesagt dafür, der Wolf, falls du den jetzt nicht hörst, er hat gesagt dafür, dass er jetzt gerade alles verbockt. Macht er demnächst mal wieder einen schönen Horrorstream. Mit dem Horrorspiel. Wo er dann wieder viel Angst hat. Kopf weg. Warum? So, jetzt. Brauchen wir noch deine. Meine Feuerzeuge braucht ihr noch. Stimmt, meine Feuerzeuge. Meine 41 Feuerzeuge. Akamada, kommst du rein? Ich hoffe wirklich, es funktioniert jetzt. Ja, ich kann noch drei Stative dazu packen, auch wenn wir gar nicht so viel Zeug haben. So. Pack einfach mal alles rein, was ich reinpacken kann. Da ist er. Ah, sehr gut. Nimm doch mal den da, bevor du den anderen suchst. Und guck mal, blau. Blau haben wir aber noch nicht. Hier, so. Mal her. Was haben wir hier drin? Grün. Grün hatten wir schon. So. Hutz und Laterne. Nein! Laterne. Mach mir meinen Sturm nicht kaputt. Nein! Den muss ich nochmal runternehmen. So. Ja, ich bin bereit. Nein, ich bin nicht mehr bereit. Warum bin ich nicht mehr bereit? Schaffe ich das nicht. Weil jemand reingekommen ist. Ah, okay. Ja, dann mach ich halt wieder bereit. Danke sehr. So, und dann warten wir wieder eine Stunde auf die anderen. Ah, so, dann, warte mal. Oh nein, hier, was ist denn da los? Der Wolf ist schon da, das ging ja mal richtig flott. Stream aus, Internet neu connected, alles ausgemacht, jetzt geht's. Wow, du warst ja nur ein Bruchseil von Sekunden gleich hinter mir. So, jetzt, dann... Muss ich jetzt leider wieder... Wenn ich meine HD-Sachen alle ausmache, dann geht das. Also dein Fernsehen.
Richtig. Nein, der Fernseher ist ja noch an. Da läufst du ja, aber das ist ja nicht HD. If something strange in a neighborhood, who you gonna call? Das war dein Einsatz. Ich wollte gerade sagen, das war gerade dein Einsatz. Du hast den versaut. Ich war am Trinken. Dann musst du das gurgeln. Aber ja, Gurgelwasser. Ja, dann fehlt ja wieder nur noch einer. Unter der Voraussetzung, dass ich jetzt drin bleiben darf, heute. Ja, das ist die Frage. Du hast wahrscheinlich den Haken, ich bin 18, nicht angeklickt und deswegen darfst du bei dem Geist der Spiel nicht drin bleiben. Du darfst hier noch im Trakt bleiben, aber sobald du das Haus betrittst, sagst du dann, nee, zensiert Balken, tut mir leid. Kein Einlass, dass du Türsteher, der sagt, du bist zu jung. Peinlich. Der Wolf darf dieses gruselige Spiel leider nicht spielen. Es ist genau 12 Uhr. Es ist 0 Uhr laut dieser Uhr hier. Oder es hat einfach... Wir haben 22 Uhr, 26. Oder es hat keinen zweiten Zeiger. Bin mir nicht sicher. Kann jemand erkennen, wie die Marke auf dem Drucker heißt? Ist das, soll das ein Canon sein oder ist das ein Epson? Ich würde fast behaupten, das ist ein Canon. Sieht aus wie ein Canon-Drucker. Ja, alle stehen um den Drucker herum. Da hier alle vor mir stehen, kann ich es leider nicht erkennen. Ich guck mir derzeit mal das Radio an, ob da eine Marke draufsteht. Sieht aus wie so ein alter Sony Blaster, Ghetto Blaster, genau, doch, Ghetto Blaster hießen die. Hoch, runter, hoch, runter, hoch. Oh, was hat der Heide noch im Hintergrund laufen, dass das so viel Leistung frisst, dass er so lang braucht? Weiß nicht. Er muss es ja auch von seinem Laptop spielen, statt von seinem Tower. Nee, umgekehrt. Er muss von seinem Tower spielen, statt von seinem Laptop. Nee. Sicher? Er muss von seinem Laptop spielen, statt vom Tower. Weil der Tower leider Windows 7 hat und viel nicht auf Windows 7 läuft. Ja, okay, dann war das so rum. Da ist er doch, da ist er! Da ist er! Alright, we're here. Okay. Also 10 Grad, dreckiges Wasser, Anwesenheit des Gartes durch Bewegungssensor. Und er scheint auch mit Gruppen zu reden. Also falls ihr euch wundert, warum es hier so voll ist, ich habe halt ganz viele Stative hier eingepackt. Ja, wir haben mehr Stative als Kameras, also. So. So, wir haben dreimal Klima. Ist einmal zu viel, ja, eigentlich. Dreimal ist natürlich Quatsch. Ja, dann lasse ich meins fallen. Dann lasse ich meins hier. Dann mache ich kein Klima. Dann nehme ich den Dudelsack hier. Und schon irgendwelche Geister-Orbs? Hört ihr mich? Ja, wir sehen dich. Ich rede mit dir. Ja, wir können dich sehen. Hörst du? Ja, nee, ihr sollt mich nur hören. Wenn ihr mich seht, dann mache ich irgendwas falsch. Könnt ihr mich hören? Wir sehen dich. Hä? Nancy Taylor heißt sie, die Gute. Ach, das habe ich doch wieder vergessen, bis ich mit ihr reden soll. So, ich nehme mal den Schlüssel mit, bevor einer vergessen wird. Und scheint auch auf Gruppen zu reagieren. So, können wir gehen? Hallo? Hallo? Können wir gehen? Dankeschön. Von mir aus. Was soll ich mitnehmen? So ein Punkte-Ding, so ein EMF. So. Dann nehmen wir das. Und ja, dann genau. Und dann teilen wir uns auf. Ich brauche einen mit Heizung. Ja, gut, nehme ich noch einen Bewegungssensor mit.
Ich brauche einen mit einer Heizung. Ich hab einen EMF. So, EMF und Heizung immer zusammen. Eine Gruppe geht links rum, eine Gruppe geht rechts rum. Ja, wir haben die Gruppen halt nicht eingeteilt, ne? Ja, ich laufe jetzt gerade, der Dame in Weiß hinterher, wer auch immer das ist. Okay, Akamada, du kommst mit mir, wir gehen rechts rum. Okay. Gehen wir gleich in die Sporthalle oder wollen wir die anderen lassen? Ich überlege gerade. Geht ihr in die Sporthalle oder gehen wir in die Sporthalle? Leuchtsoll und EMR. Gehen wir in die Sporthalle. Was? Gehen wir in die Sporthalle. Ja komm, dann gehen wir rein. Ah, ne, ziehen. So, dann machen wir auch gleich mal Licht, weil hier ist eh zu groß. Oh, Licht schaltet jetzt ganz da hinten. Okay. Digididididi. Jetzt schon, tschüss. Ach, in der Turnhalle gibt es auch noch einen Ausgang. Das wusste ich gar nicht. Ist ja wunderschön. Ja, vor allem diesmal können wir aus der Schule auch wieder raus, ohne dass der Geist uns zu Tode hantet. Warst du da dabei, Lata? Oder hast du zugeschaut? Ich habe mein Telefon gehört. Ja, dann dann folgt dem Geräusch zum Telefon. Geh davon aus, dass wir hier sowieso jetzt falsch sind, wenn die ein Telefon. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Wenn die ein Telefon gehört haben, sind wir wahrscheinlich falsch. Gehört auf dem Klo, klingt das Telefon selten, ne? Hier ist eine offene Tür. Ist hier was? Warum ist die Tür dann offen? Hä? Sind die vielleicht... Ja, wahrscheinlich sind die auch in die Richtung gelaufen. Pass auf. Ich glaube eher, dass die, Türen, dass man ja, normalerweise sind die nicht offen. Wollen wir hoch? Ich höre das Telefon. Ich habe das Telefon Leuten hören. Aber das ist irgendwo rechts von uns. Also noch weiter glaube ich in die Richtung. Was ist das? Eine Kleidekabine. Hier war ich auch noch nie drin. Hier war ich auch noch nie drin. Nein? Ich glaube, in die Richtung sind die ja gelaufen. Dann gehen wir jetzt die Treppe hoch. Hattet ihr jetzt eigentlich das Klingeln nochmal gefunden? Habt ihr das Klingeln eigentlich nochmal gefunden? Ja, aber nicht in einem Raum, in dem ich irgendeinen Ausschlag oder so...
will nicht wieder von einem kleinen Mädchen mit Sichel getötet werden. Tschüss. Der hat sich in den letzten Winkel versteckt. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass er bei denen war, da wo es geklingelt hat, und die haben es nicht mitbekommen. Es gibt ja auch noch die. Es gibt aber noch das Obergeschoss von eurer Seite. Sind das zwei getrennte Obergeschosse? Ja. Also, nein, es gibt. Es bald einmal um die Schule rum, dann sind wir. Man kann oben alles verbinden, aber es gibt halt einen linken Flügel und einen rechten Flügel, so wie unten halt auch. Verdächtig nochmal umgedreht. Da waren wir ja schon drin, oder? Hier müssen wir. Von da sind wir gekommen. Ja, bin da bei dir. Ja, ist doch ein getrennter Bereich. Ist doch nicht durchgängig, wie es aussieht. Warte mal, da hinten ist noch was. Da hinten ist noch ein Gang, oder? Ja, hier sind auch noch Gänge. Hier sind auch noch Türen. Andere Richtung. Von da kamen wir. Da müssen wir hin. Prüfungsraum. Ich glaube, ich habe noch nie so lange nach dem Geist gesucht.
Chemiezimmer oder Laborzimmer. Nein? Oder Küchenzimmer, könnte auch sein. Ne, kochen, ne, es gibt keinen Ofen und so. Die Hörer sind hier irgendwie überall abgehoben. Der ist nämlich auch abgehoben. Da lang oder da lang? Ich weiß es nicht. Ihr befindet euch jetzt, glaube ich, direkt über mir. Kann gut sein, ja. Habt ihr immer noch nichts gefunden? Nein, ich gehe immer noch davon aus, dass es bei uns euch unten war, in dem Raum, wo es geklingelt hat. Aber ich habe einen Raum gefunden mit einem abgehobenen Telefon, da war aber nicht. Davon haben wir ganz viele. Abgehobene Telefone haben wir ganz, ganz viele schon gefunden. Okay, weil wir hatten ein Klingeln gehört und es war halt nirgendwo kalt und es gab nirgendwo einen Ausgang. Oh, jetzt hat's... Ja, das ist in der Nähe hier. Wahrscheinlich der Raum hier. Also ich habe nichts gehört. Dann gehen nochmal... Können wir nochmal einen Raum zurückgehen? Also den mit dem anderen Telefon, weil ich glaube nicht, dass es... Ich glaube, dann müsste es der Raum gewesen sein, wo es geklingelt hat. Der hier. Also hier, geh nochmal hier rein, bitte. Leucht nochmal alles ab. Ist nix, oder was? Okay, komisch. Weil das Klingeln kam halt wirklich aus der Nähe. Okay. Auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist auch die Tür offen. Hier ist der. Wir haben den Raum. Alles klar, sollen wir hochkommen oder kommt ihr zu? Warte mal, ich hänge mal einen Bewegungsmelder an die Wand. Ups, das war falsch. Wo hänge ich denn den hin? Kannst du mir mal sagen, in welcher Ecke das am kältesten war? Was braucht? Damit ich weiß. Hinter der Tür, also hänge ich ihn hier. Hinter der Tür. Also an den Lichtschalter. Hänge ich mal einen Lichtschalter. Mach ich mal hier hin. Gut, dann tue ich es mal hier hin, an die Eingangstür. Dann, Kamera habe ich nicht, also holen wir jetzt mal eine Kamera noch und dann ist gut. Wir holen Geisterbox und Finger ab. An dieser Ecke habe ich schlechte Erinnerungen. Genau in dieser Ecke war damals das Mädchen. Jetzt funktioniert, bin wieder da. Gesundheit. Sind aber nicht hier drin. Keine Ahnung, wo die sind. So, rappen. Wir sind gerade eben wieder reingekommen. Ich dachte, wir könnten außen rum, aber. Nimm mal noch so ein Ding mit. So ein Bewegungsmelder. Die haben irgendwas gehört. Und die Geisterbox haben sie auch noch nicht gebracht, also die. Muss der nicht durch Salz? Ist das der durch Salz muss? Okay.
Okay, der Bewegungssensor hat schon angeschlagen. Den habe ich direkt an den Lichtschalter. Okay. Krass. Ja, ich nehme ja noch. Ja, wir kommen zum Truck. Ja, gut, aber guck mal, unsere ist ja schon mal richtig, richtig durch. Weil wir so lange gesucht haben. Ich habe gehört, ihr müsst da jetzt rein, weil unsere Aktivität, unsere Geistesaktivität, also nicht unsere Geistesaktivität, unsere Sanity ist dadurch, dass wir den Raum gesucht haben, sowas von am Boden. Ja, kein Problem, können wir gerne machen. Gerne nicht, aber wir machen. Wir gehen jetzt noch einmal rein und zeigen euch, wo der Raum ist. Und ich stelle die eine Kamera auf und danach werde ich mich wahrscheinlich draußen aufhalten müssen, weil hier. Was habt ihr denn schon rausgefunden? Wo der Raum ist. Wir haben herausgefunden, EMF? Wo der Raum ist. Nix. Okay. EMF war auf gut, 0, aber gut, gut kann sein. Nee, also EMF läuft, liegt noch dort. Aber EMF haben wir jetzt nicht suchen können, weil ich nicht weiß, ob der Geist da schon aktiv war oder nicht. In dem Raum, in der Zeit. Genau, deswegen. Könntet okay, ihr bitte ich hab jetzt, die Geisterbox. Eine noch ein weiteres Stativ nehmen, bitte. Damit wir den ganzen Raum ausleuchten können. Soll ich die den Temperaturmesser noch mal mitnehmen oder soll ich ihn hier lassen? Ne, wir haben einen oben gelassen. Also kannst den nehmen, okay. der oben ist. Und EMF brauchst du auch nicht, ist auch einer oben. Ich ebenfalls ein Stativ mit. Ja. Aber ich habe jetzt schon eins. Ja, du hast nur eine Kamera genommen und kein Stativ. Du musst dich dafür bücken. Leg das bitte erst wieder drauf. Mit F. Warte, mit ich auch, F, oder? Mit F, ja, du. Ja, nur du. Du musst es wieder mit F auf dem Stativ platzieren, dann bückst du dich mit C und dann greifst du das Stativ und nicht die Kamera. Sehr schön, jetzt hast du es richtig. Ja. So, und dann bitte alle mal mitkommen. Ja, ihr zeigt den Weg. Es ist nicht schwer, es ist eigentlich direkt gegenüber von der anderen Treppe gewesen. Okay, show me the way. Show me the way nicht of be so lonely. So. Der reagiert auch auf mehrere, ne? Ja. Gute Nancy. Ja. Das bedeutet, ihr könntet auch zu zweit in dem Raum stehen, falls einer alleine Angst hat. Ich hab da keine Angst, wenn er mich umbringt, dann muss halt einer von euch nochmal kommen und mich, also mich abfotografieren. Hast du was? Ich hab Angst. Beste Voraussetzung. Beste Voraussetzung. Guter Mann. Ja, ich hab glaube ich ein Gerät dazu gepackt. Wäre jetzt nicht tragisch. Schlimm ist, ich glaube, ich hab momentan sogar mehr Angst, als ich. Wo kommt diese Tür her? Da fuck. Okay. Ist das die Eingangstür von unserem Raum? Nee, ist es nicht. Sag mir, dass das ein Bug ist. Nein, das ist kein Bug, der hat eine Tür geworfen. So, hier ist eine Kamera, bitte eine in die andere. Habt ihr das eben auch gehört? Ja, ich habe ihn auch gesehen, er ist auf mich zugelaufen. Shit, wo soll ich die Kamera einstellen? In die Ecken. F platzieren? Habe ich euch schon gesagt, also schon wieder so ein hässlich. F platzieren? Nee, ja, mit G. Mit G fallen lassen. Mit G. G, G, G. Und dann anschalten. Schalte ich sie an.
Indem du einfach mit der linken Maustaste auf die Kamera klickst. Habe ich gerade ein Stativ in der Hand, weil irgendwie ist mein Stativ despawned? Nee, ich weiß nicht, nee, irgendwie nicht. Aber ich weiß nicht, wo dein Stativ ist. Irgendwie despawned. Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Könnte mal einer hier Richtung Lichtschalter erleuchten, ob da der Geist ist. Nein, nein, Schwarzlicht meine ich. Okay. Hä? Ich platziere mal das Buch. Bist du da? Aber komischer. Wie alt bist du? Also er ist. Damit platzieren. Also er war irgendwo hier, ist er gewesen. Hier. Und ist auf mich zugelaufen. Aber uns fehlt ein Stativ. Warum fehlt uns ein Stativ? Meinst du es irgendwie weg? Also, keine Ahnung. Shit. Da ist er. Okay. Der Fuck. Ich glaube, wir sollten erstmal raus. Alles gut. Bildfehler. Was ist? Alles gut noch. Fühlt sich nicht gut an. Liebe Leute, aber ich möchte gerne mal nach Orbs gucken. Können wir das? Ja. Ja. Gerne. Oh shit. Shit. Alle noch am Leben? Schon. Latan? Alter, den Schrank hat er auch schon umgeschmissen. Wir sollten vielleicht raus. Ja, das Problem ist, ich muss jetzt gucken, wo Latan ist, weil ich glaube, Latan ist verstorben. Ja, lass uns mal rausgehen und mal gucken, wo Latan ist. Oh, hier. Da. Oh, scheiße. Hast du eine Kamera? Ja, ich hab eine Kamera. Das ist natürlich nicht gut, dass es gerade ihn erwischt hat. Ja, dann einmal kurz zum Truck. Ja, ich habe ihn fotografiert. Ich muss gleich mal zählen, gucken, ob es zählt. Aber das ist jetzt bitter. Ja, das ist sehr bitter. Der Geist ist recht aggressiv. Der Geist ist... Ja, ich würde jetzt nicht... Ja, wir kommen zum Truck. Alles gut. Ich würde nicht. Nee, aggressiv war der jetzt nicht. Der war jetzt aktiv. Sachen schmeißt er rum und er ist aktiv halt. Also, er hat halt jetzt eine Hand gemacht. Also, es ist jetzt. Aber es hatte viel gepiept. Hast du ein EMF gehabt? Ich hab's EMF nicht in der Hand gehabt. Hakamada, hattest du zu dem Zeitpunkt, wo es gepiept hat, ein EMF in der Hand? Nope. Toter Körper. Foto vom Geist. Okay. Ja, Mist. Jetzt müssen wir nochmal rein. Deine Psyche ist völlig hin. Ja, meine Psyche ist völlig hin. Die war aber schon davor schon auf 40. Viel, viel problematischer. Ja, jetzt bist du auf 18. Okay. Ja, danke, danke. Also wir haben einen Geisterorb, ich sehe ihn. Geisterorb fliegt. Okay. Ja, der fliegt gleich wieder. Ja. Also Geisterorb. Schreiben wir den schon mal ins Buch. Geisterorb können wir schon mal eintragen. So wie das gepiept hat, war glaube ich auch EMF5, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann es dir nicht sagen. Ihr müsst das leider noch herausfinden. Also nehmt euch nochmal ein EMF und geht rein. Hier, nehmt euch eine Kamera. Scheiße.
Nehmt euch eine Kamera. Bei Geisterbox hat er nicht reagiert, so viel kann ich sagen. So, dreckiges Waschbecken würde ich lassen, auf die Suche würde ich nicht gehen, aber nehmt euch eine Kamera mit, nehmt euch nochmal ein EMF mit, dann müsst ihr euch nicht bücken in dem Raum. Nehmt euch noch ein Tempo mit. Also, ja, ist okay, Latan. Wir haben kapiert, dass du dieses Heft nicht magst. Soll ich's nehmen? Warte mal, ich guck mal rein, so. Jetzt hab ich's genommen, so. Und jetzt was ist passiert? Ach, Latan, der Geist, also wenn du ein Geist bist, kannst du Sachen mit in den Truck nehmen und rumwerfen, um die Leute zu erschrecken. Bitte einmal ein Thermometer mitnehmen, einmal das EMF mitnehmen. Ich will euch ein Zeichen geben. Du willst uns ein... Geisterbuch? Nein, Latan will uns ein Zeichen geben. Warum willst du uns ein Zeichen geben? Geisterbuch wahrscheinlich. Könnte. Machen wir es doch so, schmeiß auf mich, wenn es stimmt, schmeiß auf Futz, wenn es nicht stimmt. Es schmeißt auf mich. Das heißt, es stimmt nicht. Es ist nicht das Geisterbuch. Okay. EMF 5. Ja, nein? Er schmeißt auf mich, also nicht. Ha. Und Geisterbox war... Hast du noch eine Idee? Nö. Ich hab keine... Geisterbox? Nee, kann er ja nicht. Wie will er die Geisterbox mitbekommen haben? Jetzt schmeißt das an die Wand. Ja, fliegt in meine Richtung? Nee, ich würde nicht sagen. Es fliegt hier wieder zu mir. Das ist... Nehmt euch bitte... Er schmeißt hier an die Wand. Kamera. Ja gut, den Geisterorb haben wir schon gesehen. Geisterorb haben wir gesehen. Und ich weiß, dass Hutz niedrig ist, deswegen gehe ich rein. Ja, ihr müsst Hast jetzt... Hast du noch Fingerabdrücke gesehen? Nö. Also ich nicht. Also hier Nein, kommt, okay. hier kommt auch wieder zu mir. Ich bin das Nein-Zeichen. Ja, ja. Okay, lass mich mal überlegen. Was bleibt denn noch übrig? Zu viel. Es bleibt zu viel. Also du musst jetzt im Endeffekt, müsst ihr jetzt mit EMF rein, mit dem Thermometer rein, mit der Geisterbox rein und das Geisterbuch. Am besten geht ihr einmal kurz rein, guckt aufs Geisterbuch, ob er reingeschrieben hat. Wenn er nicht reingeschrieben hat, sagt ihr, schreib ins Geisterbuch und dann geht ihr wieder. Er versucht irgendwas. Also okay. Er versucht hier das Buch, was das Buch fliegt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Ich weiß nicht warum. Was will er? Sollen wir in den Bus gehen? Kann man überhaupt in den Bus gehen? Nein, man kann nicht in den Bus gehen. Das wäre jetzt zu cool gewesen. Okay, also ich habe jetzt gerade auch keinen Plan. Ja. Ihr könnt keinen Plan haben. Ihr müsst da jetzt reingehen und mehr herausfinden. Nein, ich meine, was er uns damit sagen will. Er will uns einfach nur ärgern. Nehmt euch. Habt jeder von euch eine Kamera? Wenn nicht, ist hier eine. Falls einer von euch nämlich tot ist. Kamera, eine Taschenlampe und das EMF. Falls einer von euch tot. Genau. Falls einer von euch tot sein sollte, dass er den anderen fotografieren kann. So, dann wünsche ich euch frohes Jagen. Ich bin. Man muss nur einmal fotografieren, ne? Man muss die Kamera dann nicht wieder mitnehmen oder so. Du musst nur einmal die Leiche fotografieren. Du musst die Kamera nicht mitnehmen. Okay, das heißt theoretisch, wenn ich den toten Körper sehe und dann selber sterbe, ist scheißegal. Also wenn ich den toten Körper habe ich schon fotografiert. Es geht darum, falls einer von euch beiden stirbt. Ach so. Der tote Körper ist. Dann werden die beiden Körper, die Dings liegen. Genau. So, dann bitte reingehen. Weil der Geist wird nicht lockerer. Ich weiß nicht, Also der Geist ist echt lustig. Der ist immer 0-4-0-4. Ja, ist halt ein wankelmütiger Geist. Ja, aber... Das sind immer so 15 Sekunden, wo er auf 4 ist. Wie sah der eigentlich aus? Wie der Sensenmann. Nur mit einer Sichel in der Hand. Eine Sichel, also die einhändige Variante, oder was? Also sowas wie Miraculix bei Asterix und Obelix hat. Und Kräuter damit zupft. So eine Sichel. Okay.
weiter mit dir unterhalten, weil ehrlich gesagt brauche ich das, um nicht in real life durchzudrehen. Also es sieht so aus wie die russische Sichel auf der Fahne. Ja, also bis jetzt ist noch alles friedlich. Also es war jetzt eine ganze Weile auf 0, jetzt ist er wieder auf 3 gehüpft, aber alles noch geschmeidig. Wir hüpfen langsam auf 4. Wenn ihr die Treppe hochgeht, nach links und der letzte Raum auf der rechten Seite. Also ihr müsst die Treppe hoch, links, rechts und der hinterste Raum. Und wir sind gerade bei 0, also der ist gerade total gechillt, der Kerl. Beziehungsweise sie. Ich hab das Gefühl, ich hab den falschen Weg. Ihr müsst, wenn ihr draußen seid, geht ihr ganz nach rechts in den Eingang rein. Ja, wir sind im zweiten Stock. Was ist im zweiten Stock? Wenn ihr im zweiten Stock seid, dann geht ihr, wenn ihr auch bei der Treppe seid, links. Wenn ihr dann eine Wand gefunden habt, geht ihr nach rechts. Das ist so eine kleine Sackgasse. Und da ist es der linke Raum, ganz hinten. Hat einer von denen eine Kopfkamera an? Ich sehe euch, ihr lauft jetzt richtig. Und wir sind im Hand. Ich kann nichts sagen. Schlecht. Da war der Geist. Also der Geist war gerade im Klassenzimmer. Akamada ist tot. Ich komme raus. Ja, aber das hilft nicht. Ja, aber wenn du rauskommst, hilft das nicht, weil wir haben immer noch keine Hinweise. Ist doch besser, wir fahren mit dem, was wir haben, als dass wir komplett jetzt nichts. Ja, aber was haben wir denn? Wir haben nichts. Ja, dann haben wir immer noch EMF, Fingerabdrücke. Es ist halt zu viel, was offen bleibt. Und die Sache. EMF, glaube ich, war. Ich bin mir relativ sicher. Ich höre dich. Ja, das Problem ist für uns, wenn wir nicht herausfinden, was es ist, dann haben wir im Endeffekt kriegen wir 10, 20 Gold und das war's. Ja, aber jetzt sind zwei Leute tot und... Er hat das Licht auf jeden Fall angemacht. Er hat schon wieder das Licht angemacht. Sicher? Ja. Nee, du hast bloß nicht auf... Du hast wieder auf Nachtsicht gestellt. Ja, deswegen. Und wenn ich Nachtsicht gehe und das Licht an ist... Ja, aber das sieht doch nicht nach Licht aus, oder? Das ist aber Licht. Weil sonst würde das nicht so hell leuchten. Ah. 11, 12, 13, 14, 15. Mal guck, das ist alles normale Sicht. Und da ist definitiv irgendwas Lichtmäßiges an.
Weil sonst, ne, wenn ich jetzt hier. So. Okay, ja. Werf das Buch auf deinen. Auf deine. Links. Tastatur. Weil guck, so müsste das aussehen, wenn kein Licht an ist. Siehst du? Und nicht leuchtend hell. Ja, das ist halt jetzt echt bitter. Geisterwerfer, was meinst du? Ich werfe fahren, Hutz werfe nicht fahren. Auf wen wirfst du? Also Hutz ist für nicht fahren, also nicht fahren. Okay. Problem ist, Temperaturen sind uns garantiert nicht, da habe ich nichts gefunden. Okay. Ja, also wenn wir vom EMF jetzt ausgehen, tragen wir mal EMF 5 Kreuz, ein. Kreuz meinst du? Ich soll das Kreuz mitnehmen? Ja, es könnte halt schon der, es könnte halt der Djinn sein. Ja. Der wirft mir das Kreuz zu, Kreuz soll dabei sein. Gut, Fotoapparat bringt mir jetzt halt nichts mehr. Das ist richtig. Sanity-Pillen. Sanity-Pillen kannst du schlucken, ja. Damit bist du über fast auf 80 dann wieder. Ja, und bitte nimm das Schwarzlicht wieder mit. Guck mal an dem Lichtschalter nach Fingerabdrücken, weil er hatte gerade eben das Licht definitiv ein- und ausgeschaltet. Ich würde auch nur noch. Wie nehme ich die? Rechte Maustaste. Rechtsklick? Ja. Okay. Also ich würde dir empfehlen, nach Fingerabdrücken am Lichtschalter gucken. Und dann würde ich dir raten, gib Kit und komm wieder raus. Also mehr, viel mehr würde ich nicht machen. Alles klar. Und wenn es keine Fingerabdrücke sind, dann machen wir einen Rat und du kommst wieder raus und wir fahren. Echt bitter, echt bitter. Mich ärgert es gerade so ein bisschen, dass meine Sanity durch das lange Suchen so weit unten war. Ich glaube auch deswegen ist unser lieber Latan verstorben, weil dadurch, dass er noch ein bisschen länger drin war als ich, war seine Sanity noch ein Ticken niedriger und deswegen wurde er gefressen. Wir sind auf jeden Fall jetzt bei 0. Ganze 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wir sind auf 5 gesprungen. Sechs. Fünf. Sind jetzt wieder auf 1. Und du läufst in die falsche Richtung. Keine Fingerabdrücke. Okay. Komisch. Also gut. Ich würde einfach mal, weil ich glaube, dass es gepiept hat, dass jetzt kommt ja immer darauf an, wie viel es gepiept hat, weil
Gepiept heißt. Ich glaube stark. Ich glaube stark. Ja, es wirft jetzt wieder auf mich. Soll ich noch mal reingehen? Nein, ich glaube, das heißt EMF nicht. Okay. Ja, aber das Problem ist. Problem ist, wir haben gar keine Anhaltspunkte. Wir haben echt keine Anhaltspunkte. Wir können ja mal die Geister fragen. Also, ich wäre beim Djinn. Obwohl der Djinn. Ich wäre sogar fast beim. Ich muss mal kurz was lesen. Djinn, Shade, Phantom. Wäre jetzt das, was meine Überlegung wäre. Djinn, Shade, Phantom. Djinn ist ein der Geist, der bei Bedrängnis angreift. Er ist ebenfalls bekannt dafür. Im Ort den Strom erzieht, hindert es den Djinn, seine Fähigkeiten zu nutzen. Ja gut, das könnten wir natürlich auch machen. Wir könnten hoffen, dass es ein Djinn ist und gehen den Generator ausschalten. Dass wir dem Ort den Strom klauen, weil er hat ja das Licht angeschaltet. Ja. Das ist halt. Ist halt echt Risiko. High risk. Da ist ein Buch auf mich gefallen mit ja, glaube ich. Meinst du wirklich, sollen wir nicht lieber abhauen, bevor wir alle sterben? Jetzt kriegt gar kein Buch mehr. Ja. Ja fahren oder ja nicht fahren? Ja, das kann er nicht sagen. Fahren auf mich, nicht fahren auf ihn. Fahren. Okay, dann locken wir doch mal Djinn ein und fahren. Ich würde den Djinn nehmen. Würde ich auch sagen. Ja, die sagen auch ja. Dann alle eingeloggt? Ja. Dann. Okay, dann. Seltsam, schließe dich. Kackgeist! So ein Kackgeist. Ja. Es war. Ein Djinn! Yes! Es war ein Djinn! Yes, yes, yes! Sehr gut. Sehr gut, zumindest etwas.